Einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hardcore mit Hasi. Wie der Titel schon sagt, bin ich hier mit meinem Hasi am Start. Hallo. Und die ist gerade noch im Lachflash, weil wir haben hier, wie ihr im Video sehen könnt, ein Thumbnail erstellt. Und das war schon witzig, ohne uns da zu rammen. Wir sind ein bisschen weiter weg, gefahren in den Booten, haben jetzt hier ein wunderschönes Terra gefunden. Hier gibt es Bäume, hier gibt es Akazie, hier gibt es Wüste und da gibt es auch ein paar Schafe. Ich würde sagen, da werden wir, da werden wir auch direkt sesshaft und nehmen uns hier direkt mal noch ein bisschen Fleisch und eine Wolle mit. Also komm, wir töten die Schäfchen, damit wir dann später Fleisch haben und uns vielleicht sogar schon unser erstes Bett craften können. Selbstverständlich werden wir ein Doppelbett erschaffen. Also auch ein bisschen Holz noch mitnehmen. Hier ist eine Höhle, Hasi. Da würde ich eigentlich ungern. Na gut, hier drinnen gibt's. Hey! Schatz, nicht immer hauen. Das schreckt mich. Schatz! Bitte. Ja, jetzt hast du es geschafft. Die den Schatz bitte herausprovoziert, ne? Schatz, wir müssen beisammen bleiben. Hier sind unzählige Gefahren. Nein, ohne Scheiß. Das ist gefährlich. Du bist hier die größte Gefahr für alle. Du bist die größte Gefahr für alle. Du hast mich mit dem Boot fast weggerammt. Dann wäre fast alles kaputt gegangen. Du hättest hier fast alles... Schatz, sammel doch ein bisschen Holz. Wir müssen noch unsere Bude bauen, diese Folge. Wir brauchen Holz und wir brauchen Schaf. Holz und Schaf brauchen wir. Aber wir müssen auch Mähmähs finden, Hasi. Was, ja, wenn wir keine Mähmähs finden? Du hast sie ja gerade getötet. Ja, zu Recht. Was hättest du machen wollen? Hättest du die fangen wollen und dann 10 Jahre campen mit Schere oder was? Ja. Schatz, bitte. Geh doch an deinen eigenen Baum. Nee, ich muss Präsenz zeigen. Das ist wichtig. Was baust denn du überhaupt ab? Ich hab dir doch eine Axt gegeben. Ich hab keine Axt. Schatz, hast du die... Ach, hier, warte. Schatz. Bitte, du hattest die in der LC. Du Lügenbaron. Wir bauen jetzt hier noch ein paar Bäume ab. Aber ich denke mal, gleich haben wir es eigentlich auch schon erreicht. Also so viel Holz brauchen wir jetzt auch nicht. Ne? Wir müssen jetzt hier nicht 10 Stacks farmen oder so. Da können wir dann später eine Holzfarm machen. Ist ja kein Problem. Ich habe schon 9. 9 was? Spaß. Schatz. Ich merke gerade, unser Gear ist halt echt dogshit. Wir müssen auch noch in die Mine oder so. Ich würde sagen, wir werden jetzt versuchen, jetzt erstmal sesshaft zu werden. Lass mal noch weiter in die Prärie laufen und gucken, ob wir ein paar Schafe zum Schlachten finden, Hasi. Oder willst du noch kein Bett bauen? Nee. Schatz. Doch. Das ist wichtig. Ja, dann frag mich doch nicht. Ja, warum willst du denn kein Bett? Wir brauchen noch was für die Nacht. Wo bist du jetzt hin? Es ist doch bei mir. Also bei mir ist schon Nacht. Ja, ich habe P-Time Day angemacht, weil ich schlau bin. Oh. Peter. Ich habe Bratente getötet, Hasi. Oh. Ja. Ja, das ist kein Cheaten. Das ist Quality Content, Hasi. P-Time Day. Das ist sehr gut. Hasi! Ich bin in ein tiefes Loch gefallen. Ich wäre fast nicht mehr rausgekommen. Oh, hier ist ein Hasi. Nicht! Schatz! Nicht das Hasi! Lass es leben! Aber es gibt Essen. Stimmt, du hast recht. Hey! Oh. Wir haben es umsonst getötet. Du hast mich gebaitet. Nee. Doch. Samen kriegen wir von den Dingern hier, ne? Wofür brauchst du die? Weizensamen oder was? Oh, Hasi! Schweinefleisch ist haram! Ja, ich dachte, wir bauen dann später auch noch was an. Vielleicht ein Fältchen bauen oder so. Eigentlich will ich ehrlich gesagt auf so einem Hügel bauen. Weil, falls wir dann mal irgendwie Invasion haben von den Bogenschützen und so ein Scheiß, dann haben wir ein Highground und können uns besser verteidigen. Weißt du, wie ich meine? Deswegen wäre ein Highground echt gut. Jetzt nochmal ein Hasi. Aber wir... Oh. Es reicht erstmal ein Bett. Wollen wir hier oben auf dem Berg sesshaft werden? Wo bist denn du hin, Hasi? Schatz. Ah, hier. Hallo. Komm, Hasi, komm. Komm, hier oben auf dem Berg ist gut, oder? Da, wo der Akazienbaum wächst. Das sieht super aus, da oben. Wir schleichen hier wirklich so rum. Ne? Ohne Yeezys ist es halt wirklich extrem ungewohnt, ne? Schaffst du es hoch, Hasilein? Mhm. Ah!
Ich glaube, ich schaff's auch hoch. Ich bin schon oben. Lügenbaron. Hä, doch, natürlich. Ich bin oben. Was gibt's denn hier? Oh, ein Hasi. So, wo wollen wir... Oh, guck mal, hier ist auch Lava-Hasi. Das ist ganz gut. Wollen wir das, Komm, wir nutzen uns gleich hier den natürlichen Lava-Bereich und machen hier unser Haus. Und einen Grundriss drumherum, weißt du? Dann haben wir kein Problem mit den mit der Beleuchtung, weißt du? Dann müssen wir nicht so viele Fackeln usen. Oder möchtest du keinen Boden aus Lava? Und wofür brauchen wir denn einen Boden aus Lava? Er ist doch geil. Und dann machen wir da ein Glas drüber und das ist dann unser Hausboden. Doch eigentlich übel die geile Idee, Hasi. Hey, auf CB7 hast du genau das gleiche, ja? Beruhigen Sie sich mal hier, ne? Ja, nur meine Dame. So. Okay. Schatz! Warum? Das sieht doch viel cooler aus. Schatz, wir können es nicht mal abbauen. Wir haben nicht mal Dia-Hexe. Aber wir haben jetzt einen coolen Boden. Mit Lava besser gefallen. Wo hast du überhaupt den Wassereimer? Den habe ich mir gerade gecraftet. Dann habe ich mir Wasser geholt. Lost. Wirklich, wirklich lost. Und unten wäre Sand gewesen für unser Glas. Da hätten wir jetzt schon einen schönen Lavaboden gehabt. Und du machst solche Faxen. Willst du mal gucken da unten? Nein, dann machen wir jetzt halt das so. Ja gut, dann den Grundriss. Wie wollen wir das machen? Wollen wir einfach hier aus Holz den Grundriss machen? Was? Ja. Ja, dann auf. Einfach hier so. Und da halt unser Haus machen, oder was? Oder wie hast du das dir vorgestellt? Ja, machen wir so. Einfach hier so drüber, ne? So, egal. Auf die Form ist geschissen. Ja, geht sogar eigentlich. Da haben wir sogar ein bisschen Platz, oder? Fürs erste Mal. Erste Mal Hardcore-Haus bauen, ist das gar nicht mal schlecht. Hast du noch ein bisschen? Wir sollten eigentlich noch zwei hoch. Ich glaube, das reicht, oder? Wie viel Akazie hast du noch? 35. Okay. Du willst das Dach machen? Einfach aus Slabs oder will... Oder willst du ein Spitzdach machen? Ah! Ein Spitzdach wird ein bisschen schwierig hier. Ja. Bin runtergefallen, Hasi. Oh. Ja gut, dann lassen wir es so, oder? Dann machen wir jetzt noch ein paar Slabs. Wird halt übel behindert aussehen, das Haus, aber egal. Optik ist ja nicht gefragt. Wir sind im Survive. Und dann können wir hier noch eine Farm bauen. Und was machst du noch? Machst du schnell eine Tür, Hasi? Ja. Guck mal, Hasi, so ist doch ein schöner Hasenbau. Jetzt kommt man hier aufs Dach hoch. Doch eigentlich okay, oder? Hast du noch ein paar Slabs? Ich hatte nie Slabs. Ja, Akazienholz dann halt. Nee. Oben liegt eins. Dann gehe ich noch mal kurz einen Baum hacken. Dann bauen wir unsere erste Residenz. Dann können wir dann ja in der nächsten Episode, wenn das Haus gleich steht, können wir ja so ein bisschen anfangen, dass die ersten Felder und die ersten Sachen zum Überleben zu bauen, oder? Mhm. Also so habe ich jetzt gedacht, keine Ahnung, wir können ja immer spontan gucken, was wir machen. Hauptsächlich müssen wir wahrscheinlich dann eh in die Mine gehen und so, da gibt es dann 10 Millionen Jahre Mining. Das ist halt dann auch wieder das Problem, was wir dann haben. Oh, Hasi, schöne Tür. Oh.
Was ist das denn für ein schöner Hasenbau? Schatz, unser Haus sieht so hässlich aus. Das ist insane. Wo bist denn du eigentlich? Ah, da. Aus nach Hause, Hasi, von der Arbeit. Ja. Was hast du gearbeitet? Ich muss ja hier schuften. Ach, und ich schufte nicht. Ich bin ein Bauhasi. Guck mal, was ich hier für uns errichte. Du bist der beste Bilder, ja. Guck doch mal, wie das erfüllt den Zweck. Das, darum geht's doch im Endeffekt. Oder wirst du jetzt hier so richtig was richtig krank Schönes bauen? Ja. Als ob jetzt. Ja, wir können es gerne machen. Wir können ja dann, wenn wir hier ein bisschen was gelagert haben, umsiedeln. So. Das ist unser Hasenbau. Was ist das denn hier für eine Scammertür? So. Ja, jetzt wollte ich sagen, wir bauen einen Keller. Aber Madame hat hier ja schön zugemüllt, ne? Hä? Wir können doch da trotzdem einen Keller bauen. Ja, wir müssen jetzt hier so richtig ranzig mit einer Leiter agieren, Hasi. Und ich habe natürlich wieder kein Holz. Kannst du kurz Leitern craften? Warte, ich kann. Ich hab. Hat noch gereicht. So, jetzt guck mal, jetzt können wir hier. Ja. Kranke. Schatz, bitte. Das hier wäre eine Treppe nach oben. Ja, Scam-Treppe. So. Das regnet ja rein ins Haus dann. Schade. Warte, dann mache ich noch einen Regenschutz für dich hin. So, noch Hasis Regenschutz. So, das sind jetzt die Hasenohren vom Haus. Guck, Hasi. Sieht noch hässlicher aus. Zufrieden? Wir kommen nicht mal, ich komme nicht mal rein. Ja, moin, ich muss noch eins höher bauen. Der Regenschutz, Hasi. Regnet rein, sagte. So, machen wir extra nochmal zwei höher, dann ist es auf jeden Fall. So, hier hast du deinen Regenschutz, Hasi. Sind Sie jetzt zufrieden, Madame? Ja. Hast du noch ein bisschen Holz geholt? Ein bisschen. Kannst du mir das kurz in die Basis bringen, bitte? Das da. Oh Mann. Hilfe. So, jetzt ist unser Hausdach perfekt. So. Das Craft, jetzt brauche ich noch ein bisschen. Ja, erstmal hier die Kisten, da bauen wir dann noch das Lager. Das Wichtigste haben wir gebaut. Das können wir die Nächte überleben. Wo bist denn du jetzt hin? Nicht so scharfe. Asi. Ja komm, wir haben schon ein Bett. Wie? Ja. Woher? Ich hab eins gemacht. Ich hatte noch genug Wolle. Wir haben nur ein. Ja. Reicht aber fürs Erste. Ein Hühnchen. Schatz, komm nach Hause. Wir machen den Rest von anders. Ach. Aber so weit schon weg. Aber Hasi, ich kann nicht Heier machen, wenn du nicht zu Hause bist. Schatz, bitte. Schatz, bitte. Komm jetzt. Wir müssen Feierabend machen. Und nächstes Mal bauen wir dann ein Lager und eine Farm. Dann kannst du, wenn du möchtest, auswählen, was du bauen möchtest. Oder wir bauen zusammen ein Lager und dann eine Farm. Hallo? Ja, ich guck. Hallo? Wo ist mein Hasi? Wo ist mein Hasi? Hallo? Hättest du mir auch einfach eine TPA hier senden können? Nee, das hallo? Ist Cheaten. Hey, hallo, komm. Du, wie gehst du mit unseren Baumaterialien um? Komm. Liegt alles rum hier. Komm. Komm rein, Hasi. Aua! Nee, keine Nackenschelle. Guck, da ist das Bettchen, Hasi.
Okay. Also, wir haben jetzt unser Haus. Das sieht irgendwie nicht so toll aus. Ich zeig das nochmal. Was ist denn das da oben? Ist das ein Fernseher? Der Regenschutz. Du hast gedacht, da kann es reinregnen. Deswegen habe ich einen Regenschutz gebaut. Das sieht aus wie so ein Fernseher. So Autokino-mäßig, weißt Warte, du? Warte, hier. Ich mach noch hier Sonnenschirm. So. So, jetzt hat Lehasi der Regenschutz. So. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt unser Haus. Hier werden wir unsere ersten Sachen lagern. Und wir bauen das nächste Mal hier ringsrum irgendwo noch eine kleine Farm. Und ich denke mal, ein Lager müssen wir nächste Folge auch noch bauen. Und dann sind wir eigentlich good to go und können dann mal wieder ein bisschen was sammeln gehen. Oder was meinst du, Hasi? Mhm. Guck doch mal in die Kamera, nicht die ganze Zeit weg. Schmutzfink. Hey. Hey, runter mit dir. Hopp! Hey! Oh nein, ich will dich nicht so oft hauen, sonst stirbst du. Hey, 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 hey! Hasi, der Regenschutz! Schatz, was machst du denn da? Du testest den Regenschutz. Ja, gut. Hasi, jetzt kannst du es nicht mehr aufheben. Ich hab's doch schon aufgehoben. Bei mir fließt es immer noch. Naja, gut. Hasi hat den Regenschutz noch getestet, perfekt. Und an der Stelle würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Hardcore mit Hasi. Ja, danke fürs Zuschauen und nächstes Mal wird dann eine Farm gebaut und ein Lager oder eins von beiden. Mal gucken. Haut ihr rein, bis zum nächsten Mal und Hasi läuft schon wieder nach Buxtehude. Ich muss da jetzt hinterher. Haut ihr rein. Ciao, ciao.